kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Fischer hat gerade angerufen, der braucht noch einen Erkältungsgag. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, hab ich auch gesagt, aber ich glaube, ich hab einen. Okay, hau raus. Pass mal auf, meine Frau hat mir Zitronen gegen die Erkältung mitgebracht. Ich hoffe, der Tequila hilft. Boah, da hast aber einen rausgehauen, der ist ja mal richtig gut. Ja, ist doch so. Aber ich habe auch noch einen. Achtung. Ich habe gerade 10 Minuten an der Wand gelauscht, ob dahinter Babymäuse sind, da es so merkwürdig leise gefiept hat. Bis mir dann aufgefallen ist, dass das Geräusch von meinem linken Nasenflügel kommt. Naja. Also ich finde ihn richtig gut. Ja. Aber ich glaube, jetzt habe ich es. Pass auf. Ich war ja schon seit 10 Jahren nicht mehr beim Arzt. Sag mal, echt? Echt? Ja, aber nicht, weil ich in die krank war. Der Doc hat jedes Mal gesagt, ich soll nüchtern kommen. Ja. Der ist der Hammer. Oh ja, komm, den nehmen wir. Machen wir Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.